Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dardasha, mein Leben in der Da'wah mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ammu Khalifa, du bist ein Fangbecken der Probleme. Du hörst die Probleme der Gesellschaft. Du hörst die Nachrichten davon, was Kinder in ihrer Pubertät anstellen. Kinder, die von zu Hause weglaufen, Drogenprobleme hatten, Eheprobleme, all diese Sachen. Als dein erster Sohn in die Pubertät kam, wie hat sich das darauf ausgewirkt? Hattest du Angst gehabt? Panik? Weißt du, wir wissen alle, dass Ramadan, inshallah, am 24. April kommen wird. Ja, Rabbi. Trotzdem fühle ich, dass viele Leute am 22. April den Panik bekommen werden, Ramadan ist übermorgen oder morgen. Und die beschäftigen sich mit der Frage viel zu spät. Für mich, ich habe mich mit dieser Frage ganz am Anfang beschäftigt. Vielleicht auch vor dem Heiraten. Ja. Weil meine Frage, irgendwann wirst du heiraten, irgendwann wirst du Kinder bekommen, irgendwann kommen die Kinder in der Pubertät. Wie wirst du deine Kinder in der Pubertät begleiten? Aber ich habe mich dafür nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Habe ich nur jetzt mal gesagt, du sollst dich vorbereiten für diese Phase, aber ich bin noch nicht verheiratet. Als ich nach Deutschland kam, wir hatten schon Muslime eingeladen zum ersten Ramadan und habe ich dir erzählt davon, dass wir die Adressen von der Muslime in Stuttgart durch das Telefonbuch gesucht haben und da war eine Antwort von diesen Personen, ich war noch nicht verheiratet, die Kinder waren noch nicht da, der gesagt hat, ich komme nicht in der Moschee, weil meine Kinder sind noch viel zu jung und die haben noch keine pubertäre Probleme. Erst wenn die Probleme da sind, werde ich in die Moschee kommen. Und dann habe ich mich gefragt, warum soll man warten, bis die Probleme kommen? Warum soll man nicht jetzt mal vorher einen guten, leichten Übergang für die pubertierte Phase jetzt mal begleiten mit den Kindern ohne Probleme? Warum sollen die Probleme überhaupt kommen? Die Phase wird kommen. Ja. Aber muss nicht die Phase mit Problemen da sein. Mhm. Die kommt mit Herausforderung. Wobei beide Seiten, die Kinder und die Eltern, für diese Herausforderung sich vorbereiten und sich auswappnen. Und dass diese Antwort und dass ich ein Becken für die Probleme bin, hat mir gesagt, bereite dich vor. Da werden jetzt mal irgendwann die Kinder kommen und die Kinder werden irgendwann an diese Phase kommen. Das heißt, die Vorbereitung war für mich total wichtig. Und wie gesagt, als die Kinder im Gymnasium kamen und ich von den Lehrern die Empfehlungen gesucht habe, habe ich weniger Tipps bekommen. Dann konnte ich nur jetzt mal über die Bücher in Deutschland mich weiter bilden und mit Seminare, wie gesagt, einer der berühmten Seminare war in Tübingen, da bin ich nach Tübingen gereist, damit ich jetzt mal so ein Seminar teilnehme. Und so waren jetzt mal die Referenten in der Lage, dass sie über die pubertierte Phase jetzt mal sprechen. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Es ist eine ganz normale Phase, wird kommen, wird vorbeigehen. Und man soll wissen, auch ich, früher habe ich pubertiert. Wie war es bei mir? Was hätte ich erwartet von meinen Eltern, dass sie mir ihrem verständnisvoller Umgang mit meinen Sorgen in diesem Moment. Und mit diesem Vergleich, was hätte ich von meinen Eltern erwartet? Ich habe gesagt, da soll ich jetzt mal meine Kinder anbieten. Und so war meine Angst, meine Befürchtungen nicht in eine Krise gegangen. Und ich vermute, das können auch die Kinder bestätigen, ich war nicht der Vater, der eine Krise aus dieser Phase bekommen hat. Natürlich werden die Kinder etwas tun, was meinen eigenen Normen nicht passt. Und waren immer in den Diskussionen, soll ich daraus wirklich eine Krise machen, dass die Kinder das nicht wiederholen? Soll ich das überlassen für die Kinder, sie ein-, zweimal etwas probieren, aber in meine Nähe, nicht mit meiner Begleitung, weil die Begleitung heißt, dass du akzeptierst und du respektierst, was sie jetzt mal momentan tun, aber deine Begleitung, dass sie nicht nach tiefer rutschen. Wenn ein Beispiel, ein Kind eine Zigarette raucht, er hat es probiert einmal. Ich darf nicht daraus jetzt mal ein großes Problem machen.
sondern ich werde mit ihm sprechen, wie gefährlich die Zigaretten sind, obwohl das Kind das weiß schon, wie gefährlich das ist. Mhm. Man kauft heute ein Päckchen Zigaretten, steht drauf, Rauchen ist tödlich. Und wenn jemand das nicht liest, dann sieht man ein Bild drauf, welche Gefahren dazukommen. Das heißt, die Gefahren zu wiederholen, reichen nicht aus. Man muss etwas anderes jetzt mal haben und jetzt mal zeigen, ich habe es gespürt und wenn das für dich ein Fehler ist, wie kann ich jetzt mal aus dem Fehler rauskommen? Was ist, wenn das Kind weitermacht? Dann habe ich verpasst, jetzt mal den richtigen Mittel zu verwenden in diesem Moment. Da muss ich ein anderes Mittel haben. Dann muss ich mich von anderen Leuten beraten lassen. Und es gibt, Alhamdulillah, in Deutschland viele Beratungsstellen für sowas. Wie bist du mit den Fehlern von den Kindern umgegangen? Also wenn du dann, sagen wir mal, schlechte Noten, ein schlechtes Verhalten, vielleicht einen Verweis, vielleicht andere Sachen, die dich enttäuschten. Die schlechte Note war für mich nicht das Problem. Okay. Ja, ich habe daraus kein großes Problem gemacht, sondern ich habe die Kinder motiviert und ein bisschen ermutigt. Gut, jetzt mal ist die schlechte Note da. Können wir bis zum nächsten Mal das verbessern? Was brauchen wir dafür? Das und jenes. Wir hatten schon für jedem Kind in seinem Schrank eine Tabelle mit allen Noten. Wir haben bei jeder Note berechnet, was ist der Durchschnitt momentan. Und wenn du jetzt mal hier eine 4 bekommst, wie wird der Durchschnitt sein? Wenn du die 2 schreibst, wie wird der Durchschnitt sein? Und es ist nicht die Krise, weil beim nächsten Mal kannst du die 2 schreiben, kannst du jetzt mal das retten. Und so haben wir bei jedem Note das diskutiert. Und meine Kinder haben gelacht, haben gesagt, wir wissen schon, was heute passieren wird. Wenn Papa kommt und die Note jetzt mal schreibt im Schrank, dann werden wir jetzt mal alles zusammen berechnen. Und dann haben wir gemeistert. Und die wussten schon, Papa, ich brauche diese Note, damit ich das erreichen kann. Und es war Alhamdulillah bei mir, das Vertrauen ist da, dass die schlechte Note keine Krise mit sich gebracht hat. Ich habe mir auch persönlich eine Philosophie entwickelt, wenn das Kind die Note 1 und 2 schreibt, muss ich ihm loben und sagen, du kannst das 1 behalten, die 2 kannst du allein zu einem 1 machen, das ist ganz interessant. Und wenn es eine 3 ist, sage ich jetzt mal, du bist jetzt mal auf die Kippe, aufpassen, achten, dass du jetzt mal mehr lernst, damit du jetzt mal in die Sicherheitsphase. Wenn es 4 ist, dann brauchst du meine Hilfe. Mhm. Was soll ich machen, damit du nicht beim 4 bleibst? Weil beim 4 wirst du rutschen auf 5. Das heißt, du hast ihn gefragt, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich helfen? Anstatt ihm einen Vorwurf zu machen. Richtig. Nicht, dass du alle ein Problem bist, dann bin ich auch ein Problem. Vielleicht, du hast in deinem Zimmer keine Ruhe, vielleicht warst du krank an einem Mal, vielleicht habe ich dir wehgetan, du brauchst ein anderes Zimmer, du brauchst einen anderen Utensilien. Was brauchst du von mir, damit du jetzt mal dich verbessern kannst? Beim 5 brauchen wir eine externe Hilfe. Auch ich kann nicht dir allein helfen, sondern wir brauchen jemanden, eine Nachhilfe. Und wenn ein Kind hört das Wort Nachhilfe, heißt ich bin dumm, dann strengt er sich von selber ein, dass er die 4 bekommt, damit er nicht die externe Hilfe braucht und bekommt. Und so haben wir es mal auf jeden Fall über die Noten gesprochen, aber ich habe niemals meine Kinder bestraft oder geteilt wegen der Note. Ich habe nur motiviert, das ist die 5, wen soll ich holen? Einen anderen Mitschüler oder gibt es jetzt mal eine Stelle da für einen Nachhilfeunterricht einmal, zweimal, dreimal und dann retten wir die 5 woanders. Aber bei 1 bis 4, wir sind als Familie verantwortlich. Du allein mit einem 2, wir helfen beim 4 unbedingt, weil da ist ein Fehler von unserer Seite, müssen wir das verbessern und korrigieren. Okay. Allah der Erhabene, wenn ich kurz unterbreche, hat dir einen Sohn geschenkt, aber hat dir auch eine Tochter geschenkt. Alhamdulillah. Was war bei der Tochter anders? Kamen andere Ängste mit der Tochter? Ist eine Tochter zu haben, inwiefern ist es anders, eine Tochter zu haben als einen Sohn? Wie ist vor allem die Vater-Tochter-Beziehung? Unsere Vater-Tochter-Beziehung ist noch viel stärker als Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Ist noch stärker als Mutter-Tochter-Beziehung. Ja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Seid ihr beste Freunde? Ja. Wir brauchen nicht zu diskutieren, weil wir haben die gleichen Gedanken. Die sagt, Papa, wenn ich A sage, dann willst du das sagen. Sagt, ja, das stimmt. Sagt, ja gut, warum soll ich mit dir darüber sprechen? Inwiefern hat sie dein Leben verändert? Ähm,
Die Fatima hat studiert in Bremen und arbeitet in Hamburg. Früher, wenn ich eine Einladung bekommen hatte von Hannover, von Braunschweig, habe ich mich entschuldigt. Das ist über meinem Breitengrad. Mein Breitengrad geht bis nach Frankfurt. Aber seitdem die Fatima im Norden ist, dann bin ich mehr ein nördlicher Mensch als ein südlicher Mensch. Das heißt, dann suchst du eher einen Grund, damit dann, du Fatima dann suche ich irgendeinen Scheingrund, nicht nur Gründe, sondern auch Scheingründe, nach Hamburg, nach Bremen jetzt mal zu reisen. Alhamdulillah. Allah bewahrt, inshallah. Und sage ich, ich bin momentan in Köln. Es ist ein Katzensprung von Köln nach Bremen. Der Katzensprung dauert 4 Stunden, aber es ist immer noch ein Katzensprung für mich, zu der Tochter zu reisen. Deswegen bist du so oft im Sira-Team in Hamburg und so weiter. Das hat gar nichts mit Sira zu tun, sondern mit Fatima. Jede zweite Woche Sira-Team in Hamburg, hier und dort. Ich war für das Sira-Team in Hamburg und die Fatima war in München. Das war mein Problem manchmal. Ah, hast du es bereut? Ja, um dann nach Hamburg, wenn die Fatima in München ist. Natürlich ist es nicht leicht, 2 Kinder gleichzeitig zu erziehen. Das hat auch irgendwo seine Herausforderungen. Vielleicht werden auch die Kinder eifersüchtig. Mal mögen sie sich, mal streiten sie sich. Du hast mir eine Geschichte erzählt, wo du versucht hast, und es zeigt, dass du ein weitaus besserer Vater bist, als du denkst, und deinen Kindern inshallah auch viel mehr gegeben hast, als du denkst. Nur du versucht hast, gerecht zwischen beiden zu sein. Und das war der erste Fastentag deines Kindes. Erzähl uns doch. Und wie du dann den Ausgleich schaffen wolltest, damit Ayman auch Fatima nichts vorhalten kann und vorwerfen kann, Edge, Baba hat mich mehr lieb. Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, warum hast du jetzt mal die Geschichte behalten, aber gut. Ich habe sie noch vom letzten Jahr, von der letzten Staffel, aber wir sind nicht dazugekommen. Ja. Natürlich macht man sich Gedanken darüber, wann die Kinder anfangen zu fasten werden und wie sollen wir den Kindern das motivieren, dass sie anfangen zu fasten. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bei beiden Kindern, die wollten mit 7, 8 Jahren anfangen zu fasten. Und wir haben gesagt, wartet ein bisschen, dann übt jetzt mal ein paar Stunden am Tag, bis der Ayman entschieden hatte mit 9 Jahren, dass er den Ramadan fasten wird. Und der Tag vor Ramadan war ich in Bonn. Mhm. In Bonn war der Bundeshauptstadt. Ich war in Bonn für einen Termin dort. Ich sollte der Tag vor Ramadan und Ramadan, erste Tag vom Ramadan in Bonn sein. Das heißt, der erste Suhoor sollte stattfinden in Bonn. Aber als ich gehört habe, der Ayman wird morgen fasten, habe ich gesagt, gut, mit dem Auto fahre ich von Bonn nach München. Ich werde mit ihm jetzt mal den ersten Suhoor verbringen. Er muss wissen, Papa ist so glücklich, so stolz, dass ich den ersten Suhoor mache. Und nur für diese Gefühle bin ich von Bonn nach München gekommen, den Suhoor genommen, zurück nach Bonn gefahren, weil um 9 Uhr in der Früh hatte ich meinen Termin in Bonn gehabt. Natürlich war die Frage, was vom Suhoor willst du haben? Dann sollte er bestimmen, was am schönsten ist. Und er wollte ein bestimmtes Essen haben, was man nicht zu Hause ist, mal machen kann. Möchte auch keine Werbung machen für das Essen. Da bin ich mit dem Auto gefahren, noch ungefähr 20 Kilometer, habe ich ihm das Essen geholt. Zum Suhoor. Gut, Alhamdulillah, Rabbil Alamin ist schon vorbeigegangen. 1 Jahr später oder 2 Jahre später kommt die Fatima auch mit 9 Jahren, wollte auch jetzt mal den ersten Ramadan fasten. Ich war wieder in Bonn. Ich muss auch die beiden Tage in Bonn verbringen, warum das alles passiert ist. Und meine Frau hat gesagt, aber bitte, komm nicht. dass du nur fährst von Bonn bis nach München, nur für den Suhoor, für die Fatima, ist nicht notwendig. Und das Mädchen wird das nicht spüren und bleibst dort. Ich habe gesagt, nein. Aber ich lasse es nicht, dass der Ayman irgendwann später in 20, 30 Jahren deine Schwester sagt, mein Papa ist von Bonn mir zuliebe gekommen, für dich nicht. Ja. Ich komme nur, damit meine Tochter so zufrieden ist und dass niemand den anderen sagt, Papa war ungerecht bei einem von beiden. Alhamdulillah. Und bin ich auch von Bonn nach München gekommen. Der hat auch das gleiche Essen gebraucht, muss ich auch 20 Kilometer fahren für den Suhoor, für beide. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jetzt kann Fatima jemand sagen, du bist nicht so besonders, wie du denkst. jeder hat seine Besonderheit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aber es ist ganz interessant heute, wenn wir zusammen sitzen und lachen und Vergangenheit und ein paar Erinnerungen haben, dann lachen die beide darüber, wie die den Papa hingekriegt haben, dass er in der Nacht zum Suhoor 20 Kilometer fahren musste, damit er uns ein Lieblings-Suhoor holt. Haben sie gesagt, weißt ihr, nur diesem Satz
bestätigt, ja, ich habe einmal etwas richtig gehandelt. Dass man sagt, wir haben den Papa das gemacht, der Papa hat das für uns gemacht. Solche schöne Erinnerungen, dass wir Kinder haben, dass wir denen immer dabei sein und behalten. Ich glaube, dieses Ereignis spiegelt die Aya wieder. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah sei ihnen beide gnädig, wie sie mir es gegenüber waren. Ich kann mich erinnern, damals mussten wir diesen Satz und diese Aya immer von unseren Eltern hören. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater mir sagte, und diesen Satz, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, wirst du erst verstehen, wenn du eines Tages mal selbst Kinder hast. Und ich glaube, als du das gemacht hast, kam dir diese Ayah in den Sinn und du hast sie uns vorgelebt. Ich denke, wir alle können glücklich und stolz darauf sein, dass du da bist, unter uns bist, dass du unser Vater bist, wenn auch nicht der biologische, dann bist du unser emotioneller, unser Vater mit dem Herzen. Und Ayman und Fatima, meine beiden Geschwister, mit denen ich gemeinsam aufgewachsen bin, ihnen kann ich nur sagen, alles Gute, Gratulation, Alhamdulillah, dass Allah euch diesen Vater geschenkt hat. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dardasha, mein Leben in der Da'wah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.